Dann haben wir nicht schon, dann waren wir schon sehr verzweifelt. Dann ist uns eingefallen, wir haben ja noch eine Tante in der Nähe. Gehen wir zu dieser Tante. Und das war die Tante Amalia. Zu der sind wir gekommen, die hat selber drei Kinder gehabt und der Mann war auch noch zu Hause, ihr Ehemann, ihr Lebensgefährte eigentlich. Und dort sind wir geblieben. Aber die Tante hat so eine kleine Wohnung gehabt. Dann ist sie zu uns nach Hause gekommen und hat sie die Kleintiere verpflegt und uns Kinder, weil das zum Essen war noch genug zu Hause und kleine Tiere waren noch und so, dass wir zum Leben noch gehabt haben. Aber es war so ein Partisanengebiet, wo immer Kämpfe waren und das war sehr gefährlich bei dem Haus. Dann hat sie uns, über den Tag waren wir hier draußen im Haus und so, in der Nacht hat sie uns im Keller eingesperrt und sie nach Hause gegangen. Die vier Kinder hat sie, die Kleine hat sie mitgenommen, ihre zwei hat sie gelassen, weil die größer waren. Und dann wir zwei mit der Cousine. Und dann sind wir im Keller geschlafen. Das war ein Erdkeller eigentlich, ein Felsenkeller und da sehr feucht und kalt und finster total, weil alles zu gestopft war mit Heu und mit Decken, dass sie uns nichts gehört haben, wenn wir gehustet haben. Aber nicht husten, nicht außer aufs Klo. Und das war ganz schlimm. Und wir haben immer gehört, draußen Leute umgehen und haben nicht gewusst, ob Gestapo ist oder Partisanen oder es war sehr spannend und sehr, sehr, sehr gefährlich auch.